Strafe 10 bis 20 Silbergroschen. Die Aufstellung und das Aushängen von Gegenständen, wodurch Pferde leicht scheu werden können, wie zum Beispiel flatternde Färbereiwaren, Wäsche, kleine Windmühlen als Vogelscheuchen, Spiegel und so weiter an Straßen und öffentlichen Plätzen, ist untersagt. Auch dürfen Spiegel nicht unverhüllt über die Straße getragen werden. Strafe, Verweis, 5 bis 20 Silbergroschen. In den Straßen und auf den öffentlichen Plätzen der Stadt darf niemand, selbst die Posten nicht, schneller als im Schritt oder kurzen Trabe fahren oder reiten. Beim Ausfahren aus den Häusern, desgleichen auf den Brücken, in engen Gassen, beim Einbiegen in andere Straßen und wo ein Zusammentreffen von Menschen ist, namentlich während der Jahr- und Wochenmärkte, ist es verboten, schneller als im Schritte zu fahren und zu reiten. Strafe? 20 Silbergroschen. Das Tabakrauchen auf den Straßen und öffentlichen Plätzen ist verboten. Strafe 10 bis 20 Silbergroschen. Heute ist hier das große Weimarische Landesvolksfest, der Zwiebelmarkt, der stets auf einen Sonntag fallen muss und wobei weder Logen verkauft noch Karten abgegeben werden. Doch alle Bewohner, deren Fenster nach dem Markt hinaussehen, geben nachmittags einen splendiden Kaffee, alle Fenster sind offen und mit Damen besetzt, die dem Menschengewühle zuschauen. Zu allen Toren der Stadt kamen heute früh große Fuhren mit Zwiebel und Sellerie eingefahren, die von beiden Seiten des Frauenplans durch die Straßen und Esplanade hinab appetitlich ausgelegt sind. Die blanken Zwiebeln sind an langen Fäden wie Perlenschnüre aufgezogen und nehmen sich gar artig aus. Goethe ließ davon für 14 Pfennige für das ganze Jahr einkaufen und hing sie an seinem Fenster patriotisch aus, was einiges Aufsehen machte. Weimarer Zwiebelkuchen. Man nehme 300 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm Margarine, 100 bis 150 Gramm Milch, 25 Gramm Hefe und eine Prise Salz. Zutaten für den Brei: 80 Gramm Grieß, 500 Gramm Milch, 5 Gramm Salz. Sonstige Zutaten: 1 Kilogramm Zwiebeln, 100 Gramm Öl, 50 Gramm Milch, ein Ei, 10 Gramm Kümmel. Aus den genannten Zutaten einen Hefeteig bereiten und eine Stunde stehen lassen. Die Zwiebeln schälen und raspeln, mit dem Öl unter Zugabe von einer Prise Salz schmoren, aber nicht braun werden lassen. Den Brei aus oben angegebenen Zutaten kochen und abkühlen lassen. Den Teig auf dem Blech ausrollen, angehen lassen, den Brei aufstreichen, die geschmorten Zwiebeln darauf verteilen. Ein Ei mit 50 Gramm Milch verquirlen und über die Zwiebeln gießen. Kümmel aufstreuen und bei guter Hitze backen. Zur Verfeinerung kann der Brei mit 100 Gramm Quark versetzt werden. Anstelle des selbstbereiteten Hefeteigs
können auch beim Bäcker 100 Gramm Brötchenteig bestellt und 100 Gramm Margarine darunter gearbeitet werden. Guten Appetit!